Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 25 auf. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung zum zweiten Gesetz zur Änderung des Hessischen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes, Drucksache 9537 zu 9277, alt beide aus 20. Und ich bitte als erstes um Berichterstattung von Frau Eisenhardt. Der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung anzunehmen. CDU, Bündnis 90 Die Grünen, SPD gegen AfD, bei Enthaltung Freie Demokraten, Die Linke. Danke, Frau Eisenhardt. Ich eröffne die Aussprache. Vereinbarte Redezeit ist 5 Minuten. Und Frau Eisenhardt für Bündnis 90 Die Grünen, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Gesetzentwurf bringt für Fachkräfte, die im Ausland Qualifikationen erworben haben und hier anerkennen lassen wollen, viele Erleichterungen. Das ist eine positive Nachricht für die betroffenen Personen, aber auch für die Unternehmen, die nach Fachkräften suchen. Das sehen auch die Anzuhörenden so. Da ich mich dem Vorwurf verwehre, der im Ausschuss erhoben wurde, dass wir nicht bereit sind, auf Anregungen aus der Anhörung einzugehen, möchte ich gewissenhaft auf alle drei Anmerkungen eingehen, die konkret zur Änderung des Gesetzes in der schriftlichen Anhörung eingegangen sind. Sie unterstreichen nämlich auch noch einmal, welche Erleichterungen und Vorteile das Gesetz bietet. Das Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt und Sozialpolitik schlägt vor, dass Übersetzungen auch von Übersetzerinnen aus dem europäischen Ausland anerkannt werden. Dies ist jedoch bereits im Hessischen Dolmetscher- und Übersetzergesetz, auf das auch verwiesen wird, genauso geregelt. Gerade bei Übersetzungen bietet der Gesetzentwurf große Erleichterungen, die die Betroffenen auch finanziell entlasten können. Denn es kann zukünftig auf eine Übersetzung in die deutsche Sprache verzichtet werden, wenn die Prüfung der Qualifikation auch so, beispielsweise bei englischen Dokumenten, möglich ist. Sie schlagen weiter vor, dass im Gesetz ergänzt wird, dass antragsberechtigte Personen zum Zeitpunkt der Antragstellung ihren Wohnsitz auch im Ausland haben können. Dies ist wichtig und richtig, denn Personen brauchen ja oft erst die Anerkennung, um dann einen Arbeitsplatz zu bekommen und dann entsprechend einen Visumsantrag stellen zu können. Im Gesetz sind die Anberechtigten jedoch bereits klar benannt als jede Person, die einen Ausbildungsnachweis im Ausland erworben hat. Die Handwerkskammern sehen ein Problem im Verzicht auf Originaldokumente und befürchten das Risiko von Fälschungen. Darauf möchte ich entgegnen, dass bei dem Verdacht auf Fälschungen Originale angefordert werden können. Dies würde nicht im Verhältnis zu Erleichterungen stehen, die durch die elektronische Bearbeitung, die nun ermöglicht wird, entstehen. Gerade hier liegt einer der großen Vorteile des Gesetzes. Unterlagen können zukünftig auch elektronisch eingereicht werden. Damit machen wir eine vollständige digitale Antragstellung möglich. Weitere Vorschläge betreffen nicht direkt das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz. Auf ein Thema, das in der Mehrheit der Stellungnahmen zu Recht angesprochen wurde, möchte ich aber dennoch kurz eingehen. Die im Gesetz vorgesehene Bearbeitungszeit von 3 Monaten kann oft nicht eingehalten werden. Damit eine Integration in den Arbeitsmarkt geschehen kann oder eine Fachkraft aus dem Ausland eine Arbeitsstelle antreten kann, müssen die Bearbeitungszeiten planbar und schneller sein. Der Gesetzentwurf schafft hier durch die bereits erwähnten elektronischen Wege den Verzicht auf Originale und Übersetzungen eine Beschleunigung der Verfahren. Außerdem werden zukünftig 2 Daten in der Statistik erhoben. Einmal das Datum der Antragstellung und einmal das Datum der Vollständigkeit der Unterlagen. Das ermöglicht, die Gründe für lange Verfahren besser nachzuvollziehen. Wir sehen deshalb keinen Änderungsbedarf am Gesetzentwurf, der sich einem engen Vorgaben des Bundesgesetzes bewegt. Wir sind überzeugt, dass er Erleichterung von Anerkennung von Berufsqualifikationen für Fachkräfte unterstützt und damit die Menschen und die Unternehmen. Ich bitte Sie deshalb um Zustimmung zum Gesetzentwurf. Vielen Dank. Für DIE LINKE hat sich nun Frau Sönmez zu Wort gemeldet. Danke sehr, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich will es kurz machen. Der Tenor der Anhörung zu Ihrem Gesetz lässt sich eigentlich folgendermaßen zusammenfassen.
Den formalen Änderungen des Gesetzes ist wenig entgegenzusetzen, wird die Probleme in der Praxis aber kaum beheben können. Für eine echte Beschleunigung der Verfahren braucht es eine weitaus höhere personelle Ausstattung der zuständigen Stellen, eine bessere Erreichbarkeit sowie eine zentrale Stelle, die gerade in den beschleunigten Verfahren eine Schnittstellenfunktion zwischen allen Beteiligten einnehmen kann. Dies sei bekannt, wurde uns auch schon gesagt beim letzten Mal, wäre aber an anderer Stelle zu klären, hieß es aus Seiten der regierungstragenden Fraktionen. Da fragt man sich jetzt schon, wenn Ihnen der Handlungsbedarf bekannt ist, warum werden Sie dann nicht endlich aktiv und beheben eben diese Mängel, die auch zum Teil in der Anhörung beklagt wurden. Laut dem Barmer Pflegereport fehlen Hessen bis 2030 rund 12.000 Pflegekräfte. Gleichzeitig sind allein im Jahr 2020 bundesweit 9.000 Pflegekräfte aus dem Beruf ausgeschieden, zum größten Teil, weil sie die schlechten Arbeitsbedingungen und die miserable Bezahlung nicht weiter aushalten konnten. Wenn Sie den Fachkräftebedarf im Bereich der Pflege also decken wollen, müssen Sie endlich die Arbeitsbedingungen verbessern in diesem Bereich und die Menschen endlich für diese wichtige Arbeit angemessen entlohnen, meine Damen und Herren. Das Anerkennungsverfahren im Gesundheitsbereich, wurde uns gesagt, gleicht einem Spießrutenlauf, sowohl bei den pflegerischen Berufen als auch bei den Ärztinnen und Ärzten. 3 Jahre Bearbeitungszeit bzw. Wartezeit sind da keine Seltenheit. Wir hatten vorgestern eine Besuchergruppe hier im Landtag. Es waren hochqualifizierte Menschen, geflüchtete Menschen, überwiegend Lehrerinnen und Lehrer, die genau dasselbe beklagt haben. Also diese Menschen sind schon hier, sind auch hier schon angekommen, versuchen sich zu integrieren und versuchen hier Fuß zu fassen. Und diese Menschen haben genau das Gleiche beklagt, nämlich die Möglichkeiten, das Fachwissen einzubringen, wird massiv erschwert bis eben unmöglich gemacht. Und an uns wurde diese Problematik herangetragen. Da braucht es dringend eine Lösung, meine Damen und Herren. Und wenn wir unseren Fachkräftebedarf decken wollen, dann müssen wir grundsätzlich umsteuern. Wir müssen endlich die Bedingungen dafür schaffen, dass Menschen, die bereits hier sind, ihre Fähigkeiten und Qualifikationen eben denen zu ermöglichen, ihre Fähigkeiten und Qualifikationen einbringen zu können. Und das darf eben nicht weiter an der Bürokratie oder eben auch einer leider ideologisch verblendeten Abschiebewut. Daran darf es leider nicht scheitern, tut es aber bisweilen. Meine Damen und Herren, wir brauchen einen Spurwechsel, der die Realitäten von eben z.B. geflüchteten Menschen im Blick hat. Wir brauchen eine Abkehr vom restriktiven Behördenhandeln, das eben auch dazu führt, dass z.B. ein Großteil der Geflüchteten im Niedriglohnsektor landet, und zwar unabhängig von ihrer tatsächlichen Qualifikation und Eignung. Dieser Zustand, meine Damen und Herren, ist unhaltbar. Der ist unhaltbar für die betroffenen Menschen, aber eben auch im Hinblick auf den Fachkräftemangel, den wir immer wieder beklagen, ist aber auch Resultat Ihrer Politik, meine Damen und Herren. Von niedrigschwelligen und bedarfsorientierten Zugang zu Sprachkursen bis hin zur Abschaffung von Arbeitsverboten und passgenauen Qualifizierungsmaßnahmen, Entbürokratisierung von Berufsanerkennungsverfahren gibt es so einige Maßnahmen und Mittel, auf die eben zurückgegriffen werden kann, um dem Fachkräftemangel entgegenzutreten. Also noch einmal mein Appell an Sie, greifen Sie diese Möglichkeiten auf, greifen Sie auf diese Möglichkeiten zurück und schöpfen Sie das Fachkräftepotenzial innerhalb der hiesigen Bevölkerung somit aus. Dies wäre auch ein guter Weg für solidarisches Handeln gegenüber den Ländern, aus denen die Fachkräfte jetzt abgeworben werden sollen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Für die AfD bitte ich nun Herrn Dr. Grobe ans Rednerpult. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, nachdem wir die schriftlichen Stellungen. Entschuldigung, zur Geschäftsordnung oder? Einen Moment. Sehr geehrte Frau Präsidentin, inhaltlich kann man ja unterschiedlicher Meinung sein, aber hier steckt eine Wertung, die unser gesamtes Land betrifft, wenn von Abschiedewut unseres Staates, unserer Gesellschaft gesprochen wird. Das möchte ich hier nicht so stehen lassen in diesem Raum. Herr Dr. Grobe, Sie haben das Wort. Okay. Nachdem wir die schriftlichen Stellungnahmen der Verbände eingesehen haben, fühlen wir uns in unserer Kritik bei der Novellierung des Hessischen Berufsqualifikationsgesetzes bestätigt. Denn die Hoffnung der Landesregierung, damit den Fachkräftemangel leichter zu beheben, wird nicht funktionieren. Und das zeigen die Antworten der Verbände, wenn auch verklausuliert, auf. Denn Sie wissen alle, dass der Fachkräftemangel ein Symptom jahrzehntelanger politischer Fehlentscheidungen ist. Symptome muss man natürlich lindern, aber man muss auch die Krankheit behandeln und natürlich die Ursachen bekämpfen. Und das sehen wir im Gesetzentwurf der Landesregierung nicht. Zusätzlich muss genauestens darauf geachtet werden, dass die ausländischen Berufsabschlüsse auch wirklich mit den deutschen vergleichbar sind. Gerade das duale Ausbildungssystem in Deutschland ist weltweit einzigartig und hat einen sehr hohen Qualitätsstandard, der weltweit anerkannt ist. Noch. Dies darf daher durch eine vereinfachte Anerkennung oder gar Gleichsetzung niedriger Standards nicht weiter verwässert werden. So merkt das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hier die fehlende Vergleichbarkeit vollkommen richtig an. Doch wie kann man dann Berufsabschlüsse als gleichwertig anerkennen? Nur weil jemand in irgendeinem Land 5 Jahre lang Stromkabel miteinander verlötet hat, ist er noch lange kein ausgebildeter Elektriker. Denn durch unsachgemäße Elektroinstallationen können große Gefahren wie Stromschläge oder Brände entstehen. Nicht von ungefähr bedarf es einer guten Ausbildung, und die gibt es in Deutschland, in Afghanistan oder Burkina Faso sicher nicht. Ebenso weist das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung darauf hin, dass viele Migranten keine Anerkennung beantragen, weil das Verfahren mit Hindernissen behaftet sei. Aber hier muss man auch sagen, Integration ist auch bei der Anerkennung von Berufsabschlüssen eine Bringschuld, und jeder Migrant, der in Deutschland eine Anerkennung beantragt, muss sich genauso durch die bürokratischen Hürden arbeiten, wie es jeder Deutsche muss. Und die meisten von uns wissen, dass es da auch nicht immer nützt, wenn man Muttersprachler ist. Leider ist es heutzutage so, dass es unter den Abgeordneten in den Landtagen wie den Bundestag immer mehr Personen ohne Berufs- und Studienabschluss und ohne richtige Berufsausbildung gibt. Vielleicht ist das ein Grund, warum man das Interesse an Berufsqualifikationen verloren hat. Sicherlich erleichtert und beschleunigt die digitale Beantragung die Anerkennung. Doch gerade bei Abschlüssen, Zeugnissen oder Prüfbescheinigungen gibt es auch hier ein hohes Risiko an Fälschungen. Hier muss auch weiterhin auf die Vorlage von originalen bzw. beglaubigten Kopien Wert gelegt werden. Das sieht übrigens die Arbeitsgemeinschaft der Hessischen Handwerkskammern genauso. Diese scheint sich als einer der wenigen Verbände noch eine eigene Meinung bewahrt zu haben. Das, was Frau Eisenhardt gerade gesagt hat, dass deutsche Behörden nicht nur prüfen sollen, ob Bescheinigungen gefälscht sind, sondern das auch im Ausland nachprüfen sollen, ist das Absurdeste, was ich je gehört habe. Wie soll denn das funktionieren? Was soll das alles kosten? Das ist eine Bringschuld des Migranten, der in Deutschland arbeiten will. Viele andere scheinen wie der Hessische Landkreis und wie der Städtetag wohl aus politischer Gefälligkeit bereits die Vogel-Strauß-Politik verinnerlicht zu haben. Sehr geehrte Damen und Herren, eine Anerkennung von Zeugnissen in englischer Sprache, wie es das Institut für berufliche Bildung INBAS befürwortet, halten wir für falsch. Denn man kann nicht von jedem Mitarbeiter erwarten, dass dieser ausreichend Englisch spricht, um die Anträge und sonstige Unterlagen gewissenhaft zu prüfen. Hier ist es nach wie vor notwendig, dass auf die Verwendung der deutschen Sprache, alternativ auf die Übersetzung durch anerkannte Dolmetscher, bestanden wird. Und es kann nicht sein, dass für die Übersetzer wieder der Steuerzahler aufkommen muss. Die Kosten für die Übersetzung hat derjenige zu tragen, der seine Ausbildung bei uns anerkannt haben will. Oder werden auch bei jedem normalen Bürger die Bewerbungskosten gezahlt? Ich glaube nämlich nicht. Wenn ein Deutscher übrigens... Was ist denn ein normaler Bürger?
Darf denn die Ich bitte aber trotzdem von der Regierungsbank aus keine Verlautbarung hier zu tätigen. Wenn ein Deutscher übrigens im Ausland arbeiten möchte, und das machen immer mehr, müssen diese nämlich auch immer alles selbst zahlen. Diese flüchten nämlich wirklich aus unserem Staat, da dieser repressiv Übergriff uns dem noch weltweit die höchste Steuer- und Abgabenlast aufweist. Diese Ursachen sollten wir wirklich zuerst bekämpfen und uns wieder für gute und leistungsgerechte Arbeit für deutsche Bürger einsetzen. Da das hessische Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz die Chancengerechtigkeit nicht mehr gewährleistet, lehnen wir diesen Gesetzentwurf ab. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion erteile ich nun Herrn Steinrath das Wort. Richtige Politiker. Sind Sie durch? Gut. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, werte Kollegen! Wir hatten die erste Lesung am 11. Oktober, hatten dann uns darauf verständigt, dass wir eine schriftliche Anhörung machen. Diese ist durchweg positiv zurückgekommen. Frau Eisenhardt hat eigentlich die Themen noch einmal angesprochen, um die es geht. Wir haben die Herausforderung, dass wir einen Fachkräftemangel haben für Wirtschaft und auch in der Gesellschaft. Und dem müssen wir entgegenwirken. Und dies lösen wir jetzt mit diesem Gesetz. Lassen Sie uns keine Zeit mehr vergeuden. Ich bitte Sie einfach hier um Zustimmung. Vielen herzlichen Dank. Für die FDP-Fraktion bitte ich nun Frau Deißler nach vorne. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir als Freie Demokraten begrüßen ausdrücklich die Richtung, in die Sie gehen mit diesem Gesetz. Wir wollen nicht nachtragend wirken, müssen aber doch anmerken, dass die Änderung des Gesetzes schon hätte etwas früher erfolgen wollen. Aber frei nach dem Motto, besser spät als nie, werden wir dem Gesetz zustimmen. Lassen Sie mich dennoch in aller Kürze auf drei Punkte eingehen, die schon Beachtung finden sollten, nach unserer Meinung aus der Anhörung. Das ist zum einen der Punkt, den das Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt und Sozialpolitik angeführt hat. Dort wurde angeregt, dass die Kommunikation rund um die Anerkennung und entsprechende Bescheide in einfacher Sprache angeboten werden sollten und so formuliert werden sollten. Das halten wir für einen richtigen und für einen berechtigten Einwand. Wir hoffen, dass das noch in einer entsprechenden Verordnung geregelt wird und würden dies auch ausdrücklich begrüßen. Zum Thema Sprache. Die finanzielle Förderung bei der Übersetzung von Dokumenten, so wie es die Handwerkskammern ja vorgeschlagen haben, ist ein richtiger Weg und vor allem für jene, die eben jeden einzelnen Euro brauchen und den im Zweifel auch zweimal umdrehen müssen. Und dass einzelne Übersetzungen nun auch, dass darauf verzichtet werden kann in Einzelfällen, das halten wir für einen richtigen Schritt, aber eben alleine nicht ausreichend. Und mein dritter Punkt bezieht sich auf die Stellungnahme der VHU. Die fordert nämlich die zentrale Ausländerbehörde. Und auch das ist ein Thema, das wir in diesem Gesetz nicht regeln können. Es berührt aber schon den Regelungsinhalt ihrer Gesetzesänderung. Und in unserem am Dienstag eingebrachten Integrationsgesetz haben wir die Forderung ebenfalls gestellt. Wir haben das in der Vergangenheit bereits mit mehreren Anträgen eingebracht. Wir halten das für einen klugen Vorschlag, um die Überlastung der Ausländerbehörden vor Ort zu regulieren. Und eine zentrale Ausländerbehörde wäre eben die jetzt nötige Schnittstelle zwischen den Interessengruppen, die dort agieren könnte und könnte die Entlastung vor Ort verringern. Und deshalb sollte Hessen hier vielleicht seinen Sonderweg beenden. Also 10 von 16 Bundesländern haben diese zentralen Ausländerbehörden bereits. Die helfen bei der Regelung der Erwerbsmigration. Wir würden uns das auch in Hessen wünschen. Aber wir werden dem Gesetz zustimmen, wie angekündigt. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion bitte ich nun Frau Dr. Sommer ans Rednerpult.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte mit der Frage, mit der ich bei meiner ersten, Lesung geendet habe, heute noch einmal beginnen und Sie fragen, weil die Frage nämlich unbeantwortet blieb, warum kommt die landesrechtliche Regelung erst jetzt? Ich möchte noch einmal daran erinnern, die Bundesgesetze stammen aus 2019. Also, Sie hatten 3 Jahre Zeit. Sie haben gebremst oder geschlafen, diese Anpassung durchzuführen. Und ich will Ihnen noch einmal sagen, was das für potenzielle Arbeitnehmer, aber auch für die Arbeitgeber bislang bedeutet hat. Viel zu lange Antragsverfahren, manchmal sogar bis zu einem Jahr. Menschen, die in Wartestellung stehen, ob sie eine Anerkennung erhalten und in Hessen arbeiten können. Arbeitnehmer, die verzweifeln, weil sie die vakanten Stellen nicht besetzen können, weil das RP es nicht schafft, die Anerkennung schneller umzusetzen. Meine Damen und Herren, und ich möchte es noch einmal betonen, es darf doch nicht sein, dass die Einstellung von Personal an langen Antragsverfahren hier in Hessen scheitert. Wir brauchen ein pragmatisches Vorgehen, damit Personal schneller eingestellt werden kann. Da hat Hessen echt Luft nach oben. Das schnellere Prüfen und Anerkennen von Berufsabschlüssen und Berufsbezeichnungen muss mit dem Inkrafttreten des Gesetzes jetzt auch endlich in Hessen Einkehr halten. Erst am vergangenen Freitag hatte ich mit dem Kollegen Christoph Degen ein Gespräch in einer Pflegeeinrichtung in seinem Wahlkreis. Auch da kam das erneut zur Sprache. Und ich kann Ihnen sagen, das ist kein Einzelfall, sondern das ist jedes Mal in den Gesprächen so. Immer geht es um die Anerkennung, die in Hessen so schlecht funktioniert. Und gerade in der Pflege brauchen wir Personal, und wir können die tatsächlichen Stellen kaum bis gar nicht besetzen. Selten kam es dazu, dass diese Stellen, die man versucht hat zu besetzen, dann tatsächlich auch besetzt hat. Schuld daran das Antragsverfahren, die schleppende Anerkennung und die fehlende Unterstützung des Landes. Und das sagen nicht wir, sondern die Betreiber, meine Damen und Herren. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch noch einmal das aufgreifen, was Herr Dr. Grobe gesagt hat. Es stimmt einfach nicht, dass Berufsabschlüsse in anderen Ländern nicht das gleiche wert sind wie hier. Gucken Sie sich die Pflege an. Die Pflege ist in vielen anderen Ländern viel, also qualitativ hochwertiger. Viele Pflegekräfte gehen wieder aus Deutschland weg, weil sie sagen, das, was hier die Pflege macht, machen wir eben in unseren Ländern nicht. Da sind wir auf der Augenhöhe mit den Ärzten. So viel dazu. Und das, was Sie hier geäußert haben, war einfach grob schlechtig. Das war menschenverachtend, das war diskriminierend, und das war auch gegen den Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzbuches. Sie treten die Menschenwürde hier mit Füßen. Wir brauchen Fachkräfte auch aus dem Ausland, meine Damen und Herren. Die Praxisbeispiele und Anhörungsunterlagen haben es gezeigt. Wir brauchen eine bessere Beratung, schnellere Verfahren, schnellere Bearbeitung von Anträgen und eine höhere Transparenz. Und übrigens ist das spannenderweise auch genau eine Handlungsempfehlung des vom Sozialministerium im September 2020 gegründete neuen Bündnis Fachkräftesicherung Hessen. Dem gehören viele Sozialpartner an. Dort wird die Unterstützung internationaler Fachkräfte bei der Anerkennung gefordert, um die betriebliche und schließlich auch die soziale Integration zu fördern. Diese Handlungsempfehlung gilt es jetzt endlich umzusetzen. Die haben Sie selbst mitformuliert. Ich hoffe, dass das durch diesen Gesetzentwurf jetzt endlich konsequent umgesetzt wird. Wir stimmen dem Gesetz zu, aber werden die Umsetzung natürlich kritisch verfolgen. Herzlichen Dank. Für die Landesregierung erteile ich nun Staatsministerin Dorn das Wort.
Sehr geehrte Damen und Herren, Deutschland, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich bitte um Entschuldigung. Deutschland ist und bleibt auf Einwanderung angewiesen. Deshalb müssen wir Hürden abbauen, um qualifizierte Menschen zu gewinnen. Das gilt für ganz viele wesentliche Branchen, Handwerksbetriebe, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, IT-Unternehmen. Alle bemühen sich, auch wir in Hessen, um diese ausländischen Fachkräfte. Und ich freue mich, dass sowohl in dieser Debatte als auch in der Anhörung zu dem Gesetz ein großes Einvernehmen besteht. Da freue ich mich auch drüber. Und es wurde ja auch sehr deutlich, dass die Beschleunigungen, die Erleichterungen ausdrücklich begrüßt werden. Und ich sehe es genauso, dass wir mit dem Fachkräftebündnis einfach jetzt auch in der Umsetzung miteinander, und das sind ja viele Ministerien beteiligt, hier miteinander auch echten Kraftanstrengungen auch leisten müssen. Dieses Gesetz ist ein Baustein davon. Viele weitere sind im Gange, damit wir bei diesem großen Thema tatsächlich einen deutlichen Schritt miteinander nach vorne kommen. Denn am Ende sind auch gerade die Anerkennungsverfahren Teil eines Einwanderungsprozesses. Wir brauchen eine passgenaue, wir brauchen eine qualifikationsadäquate Beschäftigung. Und das ist dann am Ende ganz erfolgsentscheidend, am Ende auch für die gesellschaftliche Integration, aber eben auch für die Fachkräftesicherung. Insofern freue ich mich zunächst erst einmal über die breite Zustimmung zu diesem Gesetz. Ich möchte tatsächlich auf die erste Lesung verweisen und möchte sozusagen nicht noch einmal ausführen, was alles im Gesetz beinhaltet ist, auf ein paar Aspekte noch einmal eingehen. Es wurde mehrfach auch die Frage der zentralen Ausländerbehörde erwähnt. Wir wissen, dass das nicht in dem Gesetz entsprechend geregelt werden kann. Darauf haben auch die Abgeordneten entsprechend hingewiesen. Darüber diskutieren wir an anderer Stelle. Aber an einer Stelle möchte ich noch etwas sagen zu der Frage Gesundheit, weil auch das mehrfach auch genannt worden ist. Und noch einmal deutlich machen, dass das Bundesministerium für Gesundheit ja genau gerade gesetzlich prüft, wie man Anerkennungsverfahren im Gesundheitsbereich auch verändern kann. Wir alle sind uns, glaube ich, einig, dass wir hier einen sensibleren Bereich haben in Frage des Patientenschutzes. Und ich finde es auch noch einmal ganz besonders wichtig, wie es gerade die Abgeordnete Sommer betont hat, dass wir uns aber nicht einbilden sollten in Deutschland, dass wir z. B. im Bereich der Pflege die Einzigen wären, die dort eine hervorragende Ausbildung haben, insbesondere auch in der Frage des Tätigkeitsfeldes. Das sind uns da andere voraus. Und insofern glaube ich, können wir da auch miteinander auch lernen. Aber es ist natürlich auch ein Bereich, wo wir auch genau schauen müssen, was ist adäquat und was nicht. Aber da hoffe ich, dass tatsächlich auch in der Bundesregierung an diesem sensiblen Bereich weitergearbeitet wird. Ansonsten würde ich gerne noch betonen, die Anerkennungsberatungsstellen. Gerade in der letzten Debatte wurde ja noch einmal auf manche Berufe auch abgehoben, wo Menschen nicht adäquat entsprechend ihrer Ausbildung, ihrer Qualifikation beschäftigt werden. Insofern sind die Anerkennungsberatungsstellen ganz wichtige Adressen. Ich glaube, wir können als Abgeordnete auch diese noch mehr bewerben, denn das ist eine wichtige Funktion. Und als Letztes würde ich gerne Herrn Abgeordneten Grobe deutlich machen nach Ihrer Rede. Ich würde Ihnen gerne in 30 Jahren, falls Sie auf Pflege angewiesen wären, Ihre Rede vom heutigen Tag noch einmal schicken. Denn das ist tatsächlich eine Fragestellung, wenn man so abwertend über die einen oder anderen, die dringend gebraucht werden, spricht. Wenn man einmal darauf angewiesen ist, denkt man vielleicht doch noch einmal anders darüber. Mehr möchte ich zu diesem Thema nicht ausführen, weil es wirklich manchmal sehr bedauerlich ist, welche Reden man hier auch immer wieder ertragen muss. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, wir kommen nun nach der zweiten Lesung Gesetzentwurf der Landesregierung, zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes, Drucksache 20-9537 zu Drucksache 20-9277 zur Beschlussfassung darüber. Und zwar in der Fassung der Beschlussempfehlung stimmen wir nun über diesen Gesetzentwurf ab. Wer für diesen Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung ist, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Das sind FDP, der Abgeordnete Fraktionslose Kahnt, die CDU, Bündnis 90 die Grünen, die SPD. Wer ist dagegen? Bei Gegenstimmen der AfD und Enthaltungen der Linken ist diesem Gesetzentwurf mehrheitlich zugestimmt worden mit den Stimmen von FDP, der CDU, Bündnis 90 die Grünen, der SPD und dem Abgeordneten Kahnt, der fraktionslos ist, ist dieser Gesetzentwurf angenommen und wurde zum Gesetz erhoben.